Die Bildung zur Freiheit richtete sich ja damals im 19. Jahrhundert gegen die Vorherrschaft eines Feudaladels und einer sehr kritikunwilligen Kirche oder genauer gesagt mehrerer Kirchen, der katholischen und der protestantischen. Und aus dieser Überlegung heraus ist der Bildungsbegriff dann auch noch damit in Verbindung zu bringen, dass er meint, Bildung, also das Erfolg einer Bildung, sei die Fähigkeit zur Kritik an ungerechtfertigter Macht. Das ist das Thema, die Aufgabe der sogenannten kritischen Bildungswissenschaft, die sich in unterschiedlicher Form darstellt, die ich Ihnen jetzt einmal nebeneinander stellen möchte, ohne eine Wertung vorzunehmen. Es beginnt, und das ist auch der Hauptansatz in Deutschland weiterhin, mit der pädagogischen Anwendung der kritischen Theorie der Gesellschaft. Was ist das nun? Hier habe ich Ihnen das in einer Kurzform aufgeschrieben, gewissermaßen als eine Art Merksatz, auch wenn man auf solchen Folien ja eigentlich nicht so viel Text aufschreiben soll, zum Nachschlagen gedacht. Also, die kritische Theorie der Gesellschaft oder auch Frankfurter Schule genannt, begründet von Philosophen wie Max Horkheimer oder Theodor Wiesengrund Adorno, Jürgen Habermas und indirekt gehörte auch der Amerikaner Herbert Marcuse dazu. Diese Theorie nun wendet die Kategorien des historischen Materialismus auf die Gegenwart an. Der historische Materialismus ist die Erfindung von Karl Marx und ein bisschen, aber nicht so stark, auch von Friedrich Engels. Und erklärt die Geschichte als einen Ablauf von Klassenkämpfen, wesentlich über die Gestaltung von Herrschaft von Produktionsverhältnissen. Und die kritische Theorie der Frankfurter Schule nun nimmt wieder diese Ursprünge beim frühen Marx auf, distanziert sich dann aber von der Weiterentwicklung durch Lenin, also vom damals existierenden Marxismus-Leninismus, das ist in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt, und vom wissenschaftlichen Sozialismus, wie er in der Sowjetunion und dann auch in der Deutschen Demokratischen Republik die offizielle Weltanschauung war. Und versucht nun die aktuellen Formen des Lebens, die ja nun andere sind als zur Zeit von Marx und Engels, zu analysieren und findet, dass auch heute, wenn auch mit anderen Mitteln, eine kapitalistische Durchherrschung aller Lebensbereiche stattfindet. Das geschieht nun nicht mehr nur durch die Produktionsverhältnisse, also die Arbeitsverhältnisse, den Arbeitsmarkt, die Arbeitsbedingungen, sondern vor allem durch die Wirkung der Massenmedien, die von diesen Autoren insbesondere kritisch gesehen werden. Natürlich spielen hier die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus in Deutschland und der Wirkung des Radios eine sehr große Rolle. Das alles nun zu durchschauen und zu überwinden durch das Überschauen, braucht es eine sogenannte emanzipatorische Erziehung und Bildung. Der Autor, der das als erster aufgenommen hat, war Klaus Mollenhauer in seinem Buch Erziehung und Emanzipation und er wurde dann entsprechend auch einige Jahrzehnte als der Referenzautor immer zitiert. Der Grundgedanke hierbei ist, alle nicht notwendige Herrschaft muss in Frage gestellt werden. Und Sie hören jetzt nicht notwendig, bei Jürgen Habermas heißt das überflüssig. Es gibt in dieser Theorie sehr wohl auch die Anerkennung einer notwendigen Herrschaft, also zum Beispiel der demokratisch gewählten Regierungen. Diese Theorie führt also nicht in eine Staatsferne, in einen Anarchismus, wie andere Formen kritischer politischer Theorien das getan haben. Die Idee bei der kritischen Bildungswissenschaft ist nun, dass diese Einsicht, die man unterstützen kann mit bestimmten methodischen Verfahren, die personale, also die Voraussetzung in der Person, die personale Voraussetzung für nicht revolutionäre Verbesserungen der Lebens- und Herrschaftsverhältnisse sein müsste und sein könnte. Sie sehen also, es wird nicht wie bei Marx und Engels und im Sozialismus und Kommunismus eine gewaltsame Umwälzung, eine Revolution zur Beseitigung der kapitalistischen Herrschaft für richtig gehalten, sondern es gibt einen gemäßigten Optimismus, dass das eben auch durch Bildung gehen kann. In der Folge sind viele von den sogenannten 68er Studierenden in Westdeutschland Lehrer und Pädagogen geworden, weil sie gedacht haben, dass das der Weg ist zur Verbesserung der Gesellschaft.
Das war das, was von einem der Anführer dieser Bewegung, Rudi Dutschke, der in West-Berlin dann erschossen wurde, als der Marsch durch die Institutionen propagiert worden ist, eben ein bisschen in Anlehnung an den großen Marsch von Mao Zedong in China. Wenn man heute zurückschaut, dann sieht man, dass dieser Marsch durch die Institutionen nur teilweise funktioniert hat. Das heißt, mit einem Wort des ehemaligen Außenministers und Grünen-Politikers Joschka Fischer: Die Macht verändert einen schneller, als man die Macht verändern kann. Oder wir können das Wort auch durch Institutionen ersetzen können.